Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Krümmerausbau bzw. komplette Auspuffanlage, Abbau der kompletten Auspuffanlage in 8 Minuten und das gemütlich. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Jetzt, wo man den Dreck abkratzt und auch mal die Brille aufzieht, sieht man also schon deutlich, dass da eine Kante drin ist. Und da wird der Krümmer wahrscheinlich jetzt nicht auch in der alten Nut gesessen haben, sondern in der Erhebung. Und deswegen hat er da, man sieht es auch, dieses Schwarze hier, da wird er neben rausgeblasen haben. Wenn ich den Auslasskanal anschaue, finde ich da eigentlich auch nichts Außergewöhnliches. Mal kurz ein bisschen eine Erklärung. Jetzt kommt wieder der Erklärbär. Ich muss die Kamera jetzt in die Hand nehmen. Das wird etwas wackeln, aber das ist nämlich eine recht interessante Geschichte, die kaum jemand kennt. Wir sehen hier ja vier Anschlüsse, die irgendwie da hochgehen und irgendwie da hinten in so einer Box enden. Wenn wir hier in den Auslasskanal reinschauen, ist hier, na komm, dreh dich, so, hier ein Loch. Es ist schwer zu erkennen, aber hier mit der Nadel fahre ich hier in ein Loch rein. Dieses Loch geht hier hin, in diese Leitung, die hier hoch geht und dann hier in eine Dose. Ja? Und zwar ist das von Zylinder 4 und Zylinder 3. Diese Dose hier für Zylinder 2. Komm her, wo denn jetzt? Also da ist ein Anschluss, da ist ein Anschluss. Die Schläuche gehen hier rauf und haben hier eine Dose. So, das wird jetzt also genauso sein wie bei den Hondas per System. Über diese Leitungen, die hier, wird dem Abgas Frischluft zugeführt. Weil die ganze Geschichte ist ja folgendes. Beim Motorlauf habe ich festgestellt, dass die Maschine im vierten Zylinder über den Auspuff wettert. Hier im vierten Zylinder ist ein Unterdruckschlauch angeschlossen. Dieser Unterdruckschlauch geht zu einer Unterdruckdose. Und da werden wir jetzt mal im Handbuch nachschauen, ob da was drin steht. Ich habe leider kein Original-Werkstatt-Handbuch, sondern das 0815. Die Profis werden jetzt wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie kann man sich nur ein Büchli kaufen? Und da schaue ich jetzt mal rein und werde dann berichten, ob ich was gefunden habe. So, man kommt ja beim Durchblättern, bin jetzt bei Seite 33, respektive Seite 32, auf schöne Bilder. Das hier ist der Drosselklappensensor. Jetzt ist man ja geneigt, hier zu schauen. Aber das Ding steht eine Seite vorher, nämlich Drosselklappensensor prüfen, nur 1200er. Stecker abziehen und mit Taschenprüfer Widerstand messen. Standardwert 3,5 bis 6,5 Kiloohm. Das ist Büchli. Weil zwischen 3,5 und 6,5 Kiloohm, das ist eine Menge Holz. Aber wir werden das jetzt einfach mal mit dem Multimeter
checken. Wenn ich schon gefunden habe, warum nicht? Muss man die Nase hier reindrücken. So. Dann nehmen wir unseren Multimeter zur Hand. Und jetzt war es ja Pin 1 und Pin 3. Das sind drei Pins. Schön aufpassen, dass man solche Klammern verwendet, die isoliert sind, dass man mit den anderen nicht in Berührung kommen. So. Und jetzt schrieb das Ding irgendwas von Kiloohm. Wir stellen das Multimeter auf 2 Kiloohm. Dann nehmen wir mal 20 Kiloohm. 20 Kiloohm sieht besser aus. Wir haben hier also 5,26 Kiloohm. Und wenn ich jetzt Gas gebe, passiert nichts. So, wir erinnern uns, geschrieben stand ...3,5 bis 6,5. Und bei 5,2 liegen wir etwas über der Mitte. Das sollte also in Ordnung sein. Was ich gemacht habe, ist, wenn man hier Pin 1 hat und hier Pin 3, nur als Erklärung, bin ich auf Pin 2 und Pin 3 und habe den hier auf circa 1 Kiloohm eingestellt. Und wenn ich jetzt Gas gebe, verändert sich dieser Widerstandswert und der geht rauf bis knapp 4,3 Kiloohm. Zurück auf 1,08. Irgendwo habe ich gelesen, die Grundeinstellung im Standgas sollte 1 Kiloohm betragen. Ich sag's nochmal, das ist gelesen. Das ist nicht Wissen, momentan zumindest. So, ich bin tatsächlich fündig geworden. Da gibt es zwei Einträge. Einmal für das Modell E18. Und wenn man hier schaut, Moment, wo war das? Per Zusatzluftsystem für die Schweiz. Da haben wir schon mal einen Miniaturindiz. Dieser Schlauch vom PEER-System geht an den Vergaser Nummer 2. Hier ist er aber am Vergaser Nummer 1. 4, Entschuldigung. Und am Vergaser Nummer 2 sitzt der Unterdruckschlauch für den Benzinhahn. Da werden wir noch mal weiterschauen. Ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde die Nase mal demontieren, um ganz einfach einen besseren Zugang und bessere Sicht auf das Primary Air System zu bekommen, das PEER System. Wie gesagt, zur Funktionsweise vom PEER. Das dient der Schadstoffreduzierung. Auch im Jahr 2000 gab es Abgasbestimmungen. Hier gehört wirklich mal ausgestaubt. Ein kurzer Blick auf das lebende Inventar. Mitfahrer, Sozia, Sozius, was auch immer.
ich bin ja gerne für Natur und man sollte das. Ja, da ist noch ein bisschen Pflege angesagt. Das werde ich natürlich auch noch tun. Aber was ich erreichen wollte, der freie Blick auf diese Teile hier. So sieht das aus. Ich werde mir jetzt über dieses Pair-System meine eigenen Gedanken machen. Werde die versuchen, in meinem Schädel auf die Reihe zu bekommen. Und dann melde ich mich wieder mit einer hoffentlich verständlichen Erklärung, wie das Pair-System funktioniert, was es tut und ob es eventuell dafür verantwortlich ist, dass das Ding in den vierten Zylinder knallt. Es ist vollbracht. Ich habe jetzt mal Platz geschaffen und das Ganze etwas zerlegt. Das Teil nennt sich Pair Reed Ventil. Hier wäre der Luftanschluss. Hier ist der Schlauch dazu, der in weiterer Folge hier in diese Unterdrucksteuerdose führt. Das hier ist der Unterdruckanschluss, der laut Plan auf Zylinder 2 gehört, aber hier an Zylinder 4 angeschlossen ist, nämlich hier. Hier haben wir dasselbe System. Hier ist das Pair-Reed-Ventil und das hier ist der Pair-Luftfilter. Der Luftfilter hat hier einen Zumpel, wo er die Luft ansaugt und hier unten einen Schlauch, der hier, der zu dieser Unterdruckdose, da, das ist die Unterdruckdose. Und dieser Luftfilterschlauch geht hier unten. Vom Luftfilter kommt der Schlauch und der geht hier unten in diese Unterdruckdose. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ganze Ding funktioniert anders. Nämlich, Pair-Steuerventil. Schauen wir uns das noch mal an. Auf der anderen Seite. Weil man es von der anderen Seite einfach besser sieht. Was wäre jetzt, rein von der Überlegung her, wenn das hier im Prinzip kein Regelventil ist, sondern eine Pumpe. Hier sitzt die Membrane oben drin. Die wird über diesen Unterdruckschlauch, der normal am zweiten Zylinder hängt, über den zweiten Zylinder mit Unterdruck befeuert und zieht die Membrane nach oben. Der Unterdruck fällt weg, da wird eine Feder drin sein, die die Membrane wieder nach unten drückt. Und somit eine kleine Pumpe darstellt, nämlich eine Luftpumpe. Diese Luftschläuche liegen beide, also rechts und links, auf gleicher Höhe. Ich bin ja schmerzresistent und will das alles auch wissen, was Sache ist. Selbst rausfinden. Deswegen einmal Glatze schauen. Puh. Das ist durchgehend. Rechts und links sind miteinander verbunden
Es ist also auch nichts, was behindern würde und so weiter. Wie kann ich das jetzt prüfen? Indem ich meine MightyVac Unterdruckpumpe hier anschließe und einfach mal Unterdruck drauf gebe und einfach den Motorlauf simuliere und jetzt mal da rein puste. Da tut sich nichts. Das ist unverändert. Und dass hier Unterdruck drauf ist, daran hören, dass hier das Ganze wieder nachlässt. Also da verändert sich an der Luftzufuhr nichts. Man hat jetzt gerade gehört, so blutig. Oder habe ich jetzt da nur Öl an den Fingern? Schauen wir mal. Wenn dieses Ding eine Pumpe ist, die membrangesteuert pumpt, und zwar in regelmäßigen Takten, immer gesteuert von einem Vergaser. Eingeschlossen sollte es ja werden auf Vergaser Nummer 2. Angeschlossen ist er auf Vergaser Nummer 4. Das bedeutet, das Ding ist ein Regelventil und wird von einem Vergaser geregelt. Und wir haben das Ding jetzt auf dem falschen Vergaser angeschlossen. Liegt ja die Vermutung nahe, dass dieses Ding falsch gesteuert wird. Es steuert nämlich mit dem vierten Vergaser anstatt mit dem zweiten Vergaser. Und wir erinnern uns, Vergaser 1 und Vergaser 4 stehen im Einklang der Zündung und Vergaser 2 und Vergaser 3 stehen im Einklang. Wenn das Ding jetzt anstatt auf dem vierten, auf dem ersten Zylinder stehen würde, wäre das meines Erachtens nicht so kritisch. Weil ja, wie gesagt, die Zündung, nur mal von der Zündung ausgegangen, 1 und 4 immer gleichzeitig zünden. Ja? Da wäre dann diese Steuerung einfach nur um 360 Grad verdreht. So, jetzt kommt die Überlegung auf, wieso sagt der Nice Ice 360 Grad? Ganz einfach, wir haben einen Viertakter. Das heißt, jede Umdrehung nur zwei Arbeitstakte. Um alle vier Arbeitstakte durchgehen zu lassen, sind es nun mal 720 Grad. Ja? Die Kurbelwelle dreht sich zweimal und dann sind alle Takte durch. Folgedessen, die Hälfte davon sind 360 Grad. Wenn der erste Zylinder im Arbeitstakt zündet, ist der vierte Zylinder im Ausstoßtakt. Ja? Und drehe ich das Ganze jetzt eine Kurbelwellenumdrehung weiter, hat sich das mit den Zylindern vertauscht. Dann ist der erste Zylinder im Ausstoßtakt und der vierte Zylinder im Zündtakt. Und zünden tun sie ja beide immer alle 360 Grad Kurbelwelle. Der eine feuert in den Auslass, im Auslasstakt, der andere feuert ganz normal im Zündtakt bzw. im Arbeitstakt. Und dieses Steuerventil steuert vollkommen falsch. Gleichzusetzen, als ob ich die Zündkerzenstecker 1 und 2 vertauschen würde. Ja? Wenn ich 1 und 2 vertausche, habe ich tierische Fehlzündungen. Vertausche ich aber 1 und 4, passiert gar nichts. Die Maschine läuft, als ob nichts gewesen wäre. Nur zum Verständnis. 1 und 4 haben denselben Zündzeitpunkt. Der eine zündet im Arbeitstakt, währenddem der andere gleichzeitig im Ausstoßtakt zündet. Und genauso ist es mit 2 und 3. Ja? Deswegen ist eine Zündspule
Auch das zeige ich euch. Heute ist erklärbar. Zwei Zündspulen. Eine Zündspule, nämlich diese, ist für Zylinder 1 und für Zylinder 4. Hier ist das Kabel für den ersten Zylinder und hier, wenn ich daran wackle, sieht man, dass das hier hinkommt für Zylinder 4. Die andere Zündspule ist für Zylinder 2 und für Zylinder 3. Ja, also, um jetzt nochmal auf diese Dose, die eine Pumpe ist, die über den Unterdruck vom Vergaser gesteuert wird, beziehungsweise über den Unterdruck vom Vergaser steuert, jedes Mal, wenn er im Ansaugtakt, der Motor im Ansaugtakt ist, auf dem Zylinder entsteht ja ein Unterdruck, auch hier in dem Unterdruckanschluss. Und zieht die Membrane nach oben und führt eine Pumpbewegung aus. Was für ein Symptom haben wir bei der Maschine im kalten Zustand? Der Motor springt an und es pfeffert irgendwas zurück in den vierten Zylinder. Leute, wisst ihr eigentlich, was für einen Scheiß ich da zusammenrede? Das ist unglaublich. Man kommt bei den ganzen Überlegungen eigentlich nicht auf das Einfachste. Wenn der Motor ansaugt, sind logischerweise die Auslassventile zu. Und das Ding hängt am Auslass. Das heißt, es müsste bei der Ventilüberschneidung sein. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, dann nur in dem Augenblick, wenn der Motor vom Ausstoßtakt in den Ansaugtakt geht. Die Zündreihenfolge beim Bandit-Motor 1, 2, 4, 3. Sollte das stimmen, dass dieser Schlauch an den zweiten Zylinder kommt, wir werden dem jetzt hier entgegenwirken, indem wir das Ganze auf den zweiten Zylinder stecken. Ob das stimmt, was die da schreiben? Ja, ich möchte jetzt mal kurz ein Zwischenfazit ziehen von dem Ganzen. Dieses Primary Air System kann durchaus Probleme hervorrufen, wenn es sich um dieses Regelventil, um eine Pumpe handelt. Mein Resümee, die Voraussetzung, das stimmt. Und da bitte ich die Gemeinde, die diese Videos eventuell sieht, noch zum heutigen Zeitpunkt sind es natürlich nicht allzu viele. Das ist ganz klar. Ich mache keine Werbung. Ich poste das weder in Foren noch sonst irgendwo. Das eine oder andere Video habe ich mal auf Facebook online gestellt oder meinen Bekannten weitergeschickt. Ich hoffe aber, dass sich das eventuell in nächster Zeit ändern wird. Aber es ist mein Hobby. Ich beschäftige mich sehr gerne damit. Ich helfe auch sehr gerne. Und wenn irgendwas unklar ist und ich eine der Maschinen, die gerade jemand in der Mache hat, zufällig bei mir auf der Hebebühne habe, bin ich natürlich selbstverständlich auch bereit, das per Video zu zeigen. Also wenn ihr Wünsche habt, bringt sie mir. Ich werde jetzt den Schlauch auf den zweiten Zylinder stecken, das PEER-System wieder einbauen, wieder funktionstüchtig machen und mir überlegen, um diese Fehlerquelle auszuschließen, das PEER-System stillzulegen. Das ist kein Drama, das ist überhaupt kein großer Aufwand. Das habe ich bei zig Autos, älteren Autos, die eine Abgasrückführung haben, auch schon gemacht. Das Paradebeispiel ist der Mitsubishi Charisma 1,8 GDI. Gebt im Internet einfach mal Self-Blastern ein. Self-Blastern. Ja? Und ihr werdet zwangsweise auf meine Dokumentation kommen. Und das funktioniert, das geht. Und im Zweifelsfall werde ich das auch tun. Und so wie ich das jetzt sehe, kriege ich Besuch. Und da kommt er auch schon rein, der Tommy. Wie gesagt, ich werde das verfolgen, ich werde das machen. Und wenn ich soweit bin, gebe ich euch Bescheid.